Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, wollte ich gerade sagen. Nein, der Stein der Weisen. Wir sind noch beim Stein der Weisen. Und ja, wir waren gerade dabei, die Lumos-Aufgabe zu beginnen. Was ich dann jetzt auch tun werde. Was ist das denn für ein ekelhaftes Gnomenviech? Okay, hier. Einmal, oh mein Gott, das ist immer so hell. Ja. Okay, sehr schön. Dann weiß ich jetzt, dass da oben eine Brücke ist. Wundervoll. Ich muss mal noch gucken, wie ich da hochkomme und überhaupt. Oh mein Gott, Leben. Oh, ist das schön. Schokofrösche geben Leben. Und Leben ist schön, weil ich bei dem Quidditch-Spiel ziemlich viel Leben verloren habe. Was ich natürlich nicht gut fand, aber wie gesagt, da mir auch gar nicht irgendwie tutorialmäßig erklärt wurde, wie ich überhaupt Quidditch spielen kann. Geschweige denn, dass Harry irgendwie erklärt wurde, was Quidditch überhaupt ist. War das Ganze ein bisschen schwieriger als Humanischen. Und da ich das Fliegen ja allgemein nicht sehr gut kann. Sexy. Voll gut, jetzt hat er die Brille sogar mal richtig gezeigt. Ja, ich klettere auf Lichtpunkte drauf. Weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Okay, was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Ich bin beim letzten Part auf meine Geschichten bezüglich Harry Potter eingegangen. Auf meine selbst erfundenen, mehr oder weniger selbst erfundenen Geschichten. Und habe das aber gar nicht weiter ausgeführt. Eigentlich wollte ich dann noch gerade auf die Rumtreiber noch mal lieber eingehen. Also Marauders eigentlich. Ich finde mal, das Englische hört sich viel cooler an als das Deutsche. Irgendwie, ich find Marauders, das klingt cooler als Rumtreiber. Wobei ich mit dem Titel natürlich auch zufrieden bin. Ich habe damit kein Problem und ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Kleinen Moment. Stoppen. Stoppen. Kleinen Moment, irgendwie schwackt mein Handy gerade so ein bisschen rum. Stoppen. Zurücksetzen. Starten. Danke. Okay. Speichern. Speichern ist immer schön. Speichern ist sehr gut. Wie gesagt, die englischen Titel gefallen mir immer so ein Ticken besser als die deutschen. Gerade auch, weil dieser Spruch zur Karte des Rumtreibers, Marauders Map klingt auch cooler. Dieser Spruch, der da ins Deutsche übersetzt wurde, finde ich, das ist totaler Bullshit. Dieses, was war das nochmal? Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Das ist, glaube ich, der Anfangsspruch, um die Karte halt zu öffnen. Und dieses Missetat begangen finde ich noch halbwegs okay. Aber ich finde, das Englische klingt einfach viel cooler. Dieses, zu Englisch heißt das hier, glaube ich, we solemnly swear that we are up to no good. Viel, viel cooler als dieses, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Tunichtgut ist auch für mich nichts, was irgendwie was Positives ist. So. Im Englischen sagen die auch gar nichts von tun nicht gut. Die reden nicht von sich, die sagen nur, wenn man es mal ein bisschen freier, also ein bisschen wörtlicher übersetzt, diesen Satz, dann würde das ja so viel heißen wie, ich schwöre feierlich, dass ich nichts Gutes im Schilde führe oder sowas in der Art. Die reden nicht von sich selber, dass sie irgendwie ein tun nicht gut sein oder sowas. Finde ich auch ganz schrecklich. Ein tun nicht gut ist für mich sowas wie, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss noch eine. Ach nee, das geht immer hoch und runter, das Ding. Okay. Hat sich erledigt. Ein Tunichtgut ist für mich auch eher jemand, der einfach nur. Das ist so ein tollpatschiger Kerl. So jemand, der einfach nicht weiß, was er tut, beziehungsweise immer in irgendwelche Fettnäpfchen reintritt. So, Neville ist für mich so ein kleiner Tunichtgut. Und ich finde, die Rumtreiber haben doch überhaupt nichts damit gemein. So gar nichts einfach. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass man damit nichts machen kann. Los, mach schon. Oh, das ist immer so hell. Man muss doch mit dieser Wand irgendwas machen können. Offensichtlich nicht. Egal. Also wie gesagt, es ist irgendwie die Rumtreiber haben für mich nichts mit Tunichtgut zu tun. Das ist absolut nicht das, was die Jungs ausmacht. Ja gut, bei Peter kann man sich irgendwie darüber streiten. Ich fand Peter schon immer schrecklich.
Das ist auch so für mich so ein Kerl, der passt da irgendwie überhaupt nicht rein. Aber ohne ihn wäre die Gruppe halt auch nicht wirklich komplett. Versteht ihr, was ich meine, so ein bisschen? Ah, so komme ich darüber. Ich glaube also, das heißt, ich muss nochmal zurück. Ich finde, gerade durch diese Verräterrolle hat Peter natürlich viele Hasser, keine Ahnung, kann man das so sagen? Also viele Hater, die ihn halt absolut nicht mögen. Mich mit eingeschlossen, unter anderem. Aber es ist halt. Er ist halt einfach eine feige Ratte. Demnach passt ja, passt diese Animagus-Fähigkeit, beziehungsweise das Tier, in das er sich verwandelt, passt eigentlich sehr gut zu ihm. Aber. Ui. Ich weiß nicht. Also man kann, das ist so ein bisschen ein Charakter, man kann nicht mit ihm und man kann nicht ohne ihn. Er gehört zu dieser Truppe dazu. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Ohne ihn wäre diese Gruppe einfach nicht komplett. Aber mit ihm ist halt auch scheiße. Weil allein nur wegen ihm konnte das Ganze überhaupt erst passieren. Ah, fuck. Ja, das sagt gerade der Richtige. Du scheiß Poltergeist. Jetzt. Dankeschön. Oh. Ey, nein. Jetzt. Man muss sich die Sätze mal anhören, die der zu einem sagt. Das ist voll witzig. So. Wartet noch einmal. Ah nee, ich glaube, ich habe ihn. Habe ich ihn? Ich habe ihn, okay. Wo war ich stehen geblieben? Bei Peter. Eigentlich wollte ich allgemein so ein bisschen über die Marauders reden, aber ich weiß jetzt gerade auch irgendwie den Weg gar nicht mehr. Das ist so, ich finde, das hier ist das einzige Spiel, wo ich einfach die ganze Zeit reden kann, ohne dass ich mich groß darauf konzentrieren muss, was ich tun muss. Weil das einfach irgendwie. Ja, das ist so ein Spiel, bei dem muss ich mich nicht wirklich konzentrieren. Das ist so schön. Aber jetzt komme ich hier irgendwie trotzdem nicht weiter, richtig? Doch, hier geht's weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier noch was machen muss. Nase juckt, Entschuldigung. Ich fand auch diese Rumtreiber-Geschichten waren immer etwas Wundervolles. Und ich habe auch unglaublich viele Fans der Rumtreiber mitunter kennengelernt. Und darüber sind halt auch so unglaublich viele Geschichten entstanden. Weil das ist ja eine ziemlich offene Seite von Harry Potters Welt, sage ich mal. So diese ganzen Jahre, in denen sein Vater in der Schule war. Das sind ja alles so Sachen, die wurden nur ganz dezent angeschnitten. Aber es wurde halt genug erzählt, dass man sich da so seine eigenen Geschichten zu bilden kann und seine eigene Meinung und irgendwie. Nein. Okay, jetzt ist die Tür zu. Jetzt kann ich definitiv nicht mehr zurück. Das heißt, alle Sterne werde ich nicht finden können. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man dahinter dieses Gitter hätte kommen sollen. Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was ich übersehen habe. Für den Fall das dürft ihr mir das gerne mal schreiben. Klappt nicht. Nein, lass mich hier rüber. Das war knapp. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, diese Kapitel um Harrys Vater und diese Geschichten mit Lupin und Sirius, das sind so Geschichten, die lassen viel Platz für die Fantasie der Leser. Und sowas mag ich unheimlich gerne. Gerade auch, weil ich mir dann natürlich überall meine eigenen Gedanken dazu gemacht habe. Und das waren auch ganz oft Ansätze, wo diese RPGs in den Chats entstanden sind. Also es gab ganz viele Geschichten, die sich hauptsächlich auf die Zeit bezogen haben, wo Harrys Vater halt in der Schule war und gar nicht Harry selber. Zumal er damals ja noch gar nicht wirklich existierte. Das ist ja mal der Punkt. Na toll, hier schon wieder. Hopp. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Die Dinger kann man nicht umwerfen. Ich renne natürlich wieder gegen die Wand. Kann ich hier rein? Hat es einen Sinn, wenn ich da reingehe? Nein, das ist nicht. Okay. Yay.
Was ich allerdings ganz, ganz furchtbar fand. Was zum Henker tust du hier? Wer ist ein Slytherin? Was tut er hier? Er soll mich aufhalten, wetten? Hey, du da, was machst du hier? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ja, das glaube ich aber auch. Du gehörst hier nicht hin, Junge. Ich werde dir den Weg bestimmt nicht zeigen. Kannst du eigentlich kein Alohomora? Warum machst du die Tür nicht auf? Los, zeig mir doch mal, was du kannst. Du bist doch so ein toller Slytherin. Boah, ich habe heute irgendwie dezente Sprachprobleme. Bitte hör auf damit. Ich wollte gerade erklären, womit ich ganz große Probleme hatte. Und zwar, ich fand ja diese Parts, also den dritten Teil fand ich schon sehr cool, gerade wegen Sirius. Und Lupin, weil Lupin war irgendwie so von Anfang an einfach, dass ich mochte Lupin. Lupin war von Anfang an, als er vorkam, mein Lieblingscharakter in dem Buch. Als Sirius dazu kam, kam dann natürlich halt auch Sirius dazu, logischerweise. Aber Lupin war so von Anfang an einfach so mein Liebling. Und als ich dann im fünften Teil, als es dann diese Denkarium-Szene gab, wo Snape, doch, das war ja diese Szene von Snape, muss ich jetzt überhaupt hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal zurück in der Hoffnung, dass es irgendeine spätere, frühere Stelle war, wo ich jetzt her muss. Was ich aber irgendwie gerade bezweifle. Ich glaube, ich muss jetzt in die andere Richtung, richtig? Ah. Also, als es dann zu dieser Denkarium-Szene kam, war ich einfach total begeistert davon. Ich lese mir die auch jetzt immer mal noch gerne durch, weil ich es einfach liebe. Es sind nur so ein paar kleine Seiten. Aber die lese ich mir einfach unheimlich gerne durch, weil diese paar Seiten einfach wirklich viel enthalten. Und auf diesen paar Seiten ist einem so vieles einfach auch klarer geworden. Gerade auch diese Sachen, die im dritten Teil angesprochen wurden mit... ich habe gerade jetzt ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, was hier aufgegangen ist. Ich hoffe einfach, dass es... Nein, es war mit Sicherheit nicht das hier. Ah, da geht's längs. Okay. Kann ich da rein? Ich habe gerade irgendwie keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Okay, das ist der Nachteil, wenn man die ganze Zeit nur am Quatschen ist. Ach, ich glaube, das da. Dass ich da hoch kann, ne? Nein, lass mich. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Dankeschön. Hi, Nick. Könnte ich auch auf die andere Seite? Nein, kann ich nicht. Viele Sachen sind einem bei diesen Szenen auch klarer geworden. Wie zum Beispiel, als im dritten Teil davon die Rede war, dass Harrys Vater und Sirius ihm, also Lupin, durch ihre Animagus-Fähigkeiten sehr geholfen haben und die Vollmondnächte einfach für ihn zu einer sehr schönen Zeit gemacht haben. Das wird einem erst richtig klar, wenn man diese Szene quasi gelesen hat. Was ich aber dann ganz, ganz furchtbar fand, war, wie die Szene in den Filmen umgesetzt wurde. Nämlich gar nicht. Also einfach mal so wirklich gar nicht. Das Einzige, was da... Kann ich den anquatschen? Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Ja, hi. Das Einzige, was man da gesehen hat, war, dass James gegen Severus vorgegangen ist. Und das auf eine ziemlich brutale Weise und auf eine ziemlich egozentrische Weise einfach. Das ist so... Es wurde so dargestellt, als wenn James einfach nur darauf aus wäre, andere Schüler zu mobben. Speziell Snape zu mobben. Was ja eigentlich in dem Sinn überhaupt nicht der Fall war. Es war natürlich ein etwas egozentrischer Typ. Aber das muss doch nicht so überspitzt dargestellt werden. Und vor allem die Länge dieser Szene hat mich mega enttäuscht. Einfach mal so eine Szene von 10 Sekunden. Was zum Henker war das? Das war nichts. Diese Szene war, für mich war das echt eine Schlüsselszene und ich habe mich lange auf diese Szene gefreut. Und was kommt dann dabei rum? 10 Sekunden. Dann fand ich es auch ganz übel, wie zum einen wie James dargestellt wurde, war ja nun mal total grottig, aber das Schlimmste war, wie Sirius dargestellt wurde. Also wirklich, das geht ja mal gar nicht. Ich meine... Ich fand die Schauspieler, die Besetzung fand ich in den Harry Potter Filmen allgemein nicht so Bombe. Aber da hätte man doch jetzt wirklich ein bisschen was anderes finden können. Gerade bei James, Mann, der sieht Harry überhaupt nicht ähnlich. Und andersrum sowieso.
hast alle Sterne eingesammelt. Oh, cool. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du zum Zaubertrankunterricht kommst. Okay, bei wie viel Zeit bin ich eigentlich? Bei wie viel Zeit, genau. Lernt ich Deutsch? 13 Minuten. Cool. Dann habe ich ja sogar noch ein bisschen Zeit, indem ich mich über die Filmindustrie auslassen kann. Nein, das nicht. Aber ich fand es wirklich ganz, ganz schrecklich, wie diese Filmszenen dargestellt wurden. Oh, ich muss den Sound wieder runterstellen, Entschuldigung. So. War ich hier nicht schon? Nein, dann wäre das ja offen, ne? Oh, ah. Nein. Danke. Nein. Danke. Ich fand auch vor allem... Hey! Jetzt laufen die scheiß Gnomen mir davon. Okay, ich finde, bei dieser Gnomen hier muss ich mich immer so ein bisschen konzentrieren, deswegen rede ich da wenig. Entschuldigt. Sehr cool fand ich auch, wie die, die Freundschaft von James und Sirius dargestellt wurde in den Büchern. Das war für mich einfach eine unglaublich tolle Freundschaft. Und das ist auch in den Filmen gar nicht wirklich rübergekommen. Auch in den späteren Büchern, im 5. vor allem. Als Sirius dann tatsächlich auch... Achtung, Spoiler... Für diejenigen, die dann jetzt die Bücher vielleicht noch nicht alle gelesen haben. Hört dann mal für so ein paar Sekunden weg oder so. Als Sirius dann tatsächlich auch im 5. Teil gestorben ist, ich fand es so schrecklich. Also, die haben mir echt so einen meiner Lieblingscharaktere weggenommen. Das war gar nicht... Zaubertrankunterricht, wow. Schon zweimal Verteidigung gegen die dunklen Künste gehabt und jetzt aber das erste Mal erst Zaubertrank. Naja. Aber das war für mich echt so ein Part, wo ich dachte so, nee, das könnt ihr echt nicht tun. Aber sie haben es leider getan. Aber ich fand es gut, dass im 7. Teil dann Molly dann an Bellatrix Rache genommen hat, mehr oder weniger. Natürlich hat sie das nicht für Sirius getan, sondern eher für... Wen hat sie denn noch auf dem Gewissen gehabt? Eigentlich einfach so allgemein. Hauptsache tot. Aber ich mochte diese Frau auch nie. Die ist mir viel zu aufgekratzt und zu... zu böse einfach. Und vor allem ist sie ja, hat sie ja eine absolute Obsession an diesem Voldemort. Das ist der Wahnsinn einfach. Wie kann man, wie sehr kann man jemanden vergöttern? Okay, wartet kurz. Kriege ich das noch hin mit dem Zaubertrankunterricht? Hat die Zeit dann, ja, 6 Minuten. 4 Minuten. Ich bin Professor Snape. Ja, du bist... Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. War klar. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Ach. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. In den Keller. Hey, wie lange kann das schon dauern? Ich bitte dich. Komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Als ob es so schwer wäre, Zutaten zu besorgen. Das muss Diptam sein. Na also, da haben wir das erste doch schon. Hä? Ach ja, nein, ist klar. Bin ich? Das war so klar. Ob Snape mich wohl ausgetrickst hat? Natürlich hat er einen ausgetrickst. Also. Mensch! Ja, wer hätte auch erwartet, dass das Ganze fair abläuft? Oh mein Gott, ich fand auch diese ganze... Also was am 7. Teil dann einfach alles aufgeflogen, will ich nicht unbedingt sagen, aber was da alles rausgekommen ist einfach. An Sachen, die man niemals für möglich gehalten hätte, einfach. Das ist so... Wow. Einfach nur wow. Flipendo.
Wie mache ich das jetzt? Ach so, hä? Moment, ich muss erstmal einen davon darüber und dann... Flipendo! 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 Einer davon muss erstmal darunter, dass ich darüber kann und dann den kleinen da raus. Flipendo! Flipendo! Ja. Ach, die müssen beide hier... Hä? Echt jetzt? Ach, das ist aber doch Kack. Flipendo! Echt jetzt? Macht das irgendwie Sinn? Flipendo! Flipendo! Aber auf die Dinger komme ich nicht drauf, ne? Nee. Okay, dann kann ich die sowieso nur dazu verwenden, wenn die da Flipendo! Flipendo! Also wie gesagt, was mit dem Teil dann alles aufkam, das war irgendwie echt der Wahnsinn. Wer hätte damit gerechnet, dass Snape Lily die ganze Zeit... Mein Gott. Einfach... Flipendo! Flipendo! Aber allgemein ist im Teil so viel über Voldemort und so weiter. Das ist so... Manchmal überlege ich mir, haben Autoren eigentlich, wenn sie Bücher anfangen zu schreiben, die ganze Zeit schon das Ende ihres Buches im Kopf oder entwickelt sich das erst so nach und nach? Nach dem zu urteilen, was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauch sein. Das hörte sich aber komisch an. So ein Matschen, als ich das eingesammelt habe. Flipendo! Halt! Nein, nimm mich mit! Ja. Sehr cool. Flipendo! Ah, danke schön. Ja, Flipendo! Flipendo! So, jetzt. Ja, das ist bei mir die... Also ich bin ja sehr... Ich möchte mich nicht unbedingt als Autorin bezeichnen, aber ich schreibe halt auch sehr viel selber und sehr gerne selber. Aber ich habe irgendwie nie so... Meine Geschichten entwickeln sich. Ich habe nie so, wenn ich jetzt am Anfang einer Geschichte bin, direkt das Ende vor Augen und... Das wirkte aber bei J.K. Rowling wirkte das eher so, als dass sie hat das einfach von Anfang an alles geplant. Und das hat sich einfach alles am Ende schlüssig zusammengefügt. So als wenn das einfach von Anfang an alles so festgelegt gewesen wäre. Aber das kann man sich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, weil das ist so eine umfangreiche Welt. Und das ist so vielseitig einfach alles, dass ich kann mir das einfach echt nicht vorstellen. Oh, das war knapp. Okay, ich bin mal wieder bei 20 Minuten. Ich würde sagen, dann beende ich hier und sammle die restlichen Zutaten dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal eure Meinung zu den ganzen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, hier unten in den Bewertungen. Auch was die Umsetzung Film zu Buch angeht und andersrum. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr da für eine Meinung habt. Und dann... wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen, schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin, unter anderem meine Facebook-Seite, auf der ihr auch folgen könnt, wenn ihr möchtet und wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, bis dahin. Moment, ich stelle mal kurz den Sound noch leiser. Hat zwar jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, aber ist egal. Bis dahin, ciao!